Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einem kleinen anderen Video, sage ich mal. Und zwar habe ich mal, war mir ein bisschen langweilig, ich hatte kein Internet und so weiter. Dann dachte ich mir, mache ich einfach mal für den lieben Simon umgespielt ein Layout, einen Vorschlag für sein Baumhaus und seiner Kuchenfarm. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen direkt mit dem Baumhaus an. Ich habe übrigens den Sildur's Vibrant Shader drin, denn die anderen würden bei mir im Vollbild zu sehr laggen. Und zwar haben wir hier, erstmal habe ich so einen provisorischen Gang nachgebaut. Die Bäume habe ich alle genauso gebaut, wie er sie hat. Jedoch habe ich hier die 1, 2, 3 Bäume 3x3 dick gemacht, denn ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wenn ich hier hochgehe, zack, 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 finde ich das ein bisschen praktischer. Dann kommt man hier zum Beispiel zum Kistenlager. Das hier ist natürlich alles nicht so designt, wie es vielleicht der liebe Simon will. Ich habe einfach mal nur so einen kleinen Vorschlag gemacht, wie es aussehen könnte. Das sieht hier nämlich noch ein bisschen leer aus. Dann habe ich hier solche Lianen hingehangen, weil das Baumhaus muss ja schon ein bisschen rustikal sein, hat nicht immer Türen. Und ja, hier habe ich noch so einen kleinen Balkon gemacht, wo man hier sich auf die Bank setzen kann und einfach hier schön über die Stadt gucken kann. Dann geht es erstmal hier hoch. Hier oben seht ihr das Schlafzimmer. Das ist genau der mittlere Baum. Und hier könnte er schlafen. Natürlich sind diese Teile hier nicht so geil. Aber sollte er mal ein Bett bekommen, dann könnte er sich hier schlafen legen und dann hier schön über die Stadt schauen. Denn hier, wie ihr seht, ist Glas. Hier Leute, ja, hier haben wir jemanden. Und wenn ich hier F1 drücke, haben wir hier einen Aurora, und zwar, ich dachte mir, irgendwie passt dieser Name. Ich wünschte, ich habe mir schon immer mal wieder so einen Nightlife 2.0 in einem Projekt gewünscht. In Hero gab es ja leider keinen Nightlife, und dann dachte ich mir so, vielleicht in Aura, dass es hier einen Nightlife 2.0 gibt, und deswegen habe ich ihn einfach mal oder sie einfach mal Aurora genannt, habe ich einfach mal hier angebunden. Das kann man übrigens auch im Projekt craften, denn sollten Slime spawnen, kann man, glaube ich, mit einem Stick und mit einem Slime so ein Seil machen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier runter und hüpfen einfach, oh, Moment, ich mache hier ganz kurz den Regen aus, Toggle, Downfall, so, drücke ich wieder F1, gehen wir einfach mal hier weiter nach unten. So, angenommen, wir kommen jetzt von hier, ist das erste nicht, dass wir in den linken oder in den rechten Baum gehen, sondern genau, wir gehen in diesen Baum hier. Moment, das sieht gerade richtig geil aus, brauche ich einen Screenshot davon. So, gut, dann habe ich hier, wie gesagt, eine kleine Treppe gebaut, hier kann man dann so hochgehen. Und hier kann man, wie gesagt, auch schon zum ersten Baum gehen. Da habe ich so eine kleine Verbindung gebaut. Hier müsste man dann eventuell halt noch das hier so abbauen. Denn dann kann man hier hoch, wie gesagt, ins Kistenlager, das ich euch gerade gezeigt habe. So, Moment. Gut. Aber ich würde sagen, dieses Abteil vom Baumhaus haben wir ja schon gesehen. Dann gehen wir einfach mal weiter ins nächste. Und zwar gibt es hier auch wieder so ein, wie soll ich sagen, wieder so ein Abteil. Und zwar zu diesem Baum hier. Und da ich wirklich keine Ahnung hatte, was ich hier bauen soll, Leute, habe ich hier einfach mal, wie ihr seht, ein Klo gebaut. Ich dachte mir, ja geil, wenn der Simon mal ganz kurz auf Toilette muss, kann er hier aufs Klo gehen. Ich meine, hier oben kann ihn sicherlich niemand beobachten und er hat aber eine schöne Aussicht. Finde ich ganz nice, und ja, da kann man hier dann eben so hochgehen, wenn man eben dann hier Bock hat. Und ja, wie gesagt, er muss das Klo nicht bauen. Oder Simon, wenn du das siehst, du kannst da bauen, was du möchtest. Es war einfach nur so ein kleiner, so eine kleine Fun-Idee. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir, upsale, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter hoch. Zack, zack, zack.
Und dann sind wir auch schon fast ganz oben. Und zwar gibt es hier eben noch das Kistenlager. Das erreicht man übrigens auch mit einer Treppe. Ich dachte mir so, das Kistenlager ist eigentlich eines der wichtigsten Elemente in diesem Projekt, da man einfach dort so oft hin muss. Und dann habe ich eben hier den Weg mit der Treppe. Hier einen Weg, also hier eine Abzweigung. Und dann kann man auch noch hier per Treppe runtergehen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal da hoch. Und da sind wir dann auch schon im Schlafzimmer. Das war es eigentlich im Indirekten mit dem Baumhaus. Wie gesagt, hier drin ist das Klo. Derzeit hier habe ich das Kistenlager mit Balkon. Und hier oben habe ich eben Aurora, die gerade übrigens ein Ei gelegt hat, mit eben dem Bett mit einer ganz schönen Aussicht. Ich habe mir hier wirklich ziemlich Mühe beim Bauen gegeben und wollte es eigentlich gleich auch am gleichen Tag noch schnell bauen. So, wie ihr seht, gibt es hier schöne Abzweigungen nach links und rechts. Ich kann das einfach mal hier auch von hinten zeigen. So, da habt ihr nämlich einen wirklich schönen Überblick. Hier seht ihr, geht die Treppe hier runter. Und da die Bäume eigentlich sehr nah beieinander sind, fand ich diese dicken Abzweigungen hier gut, denn dann sah das einfach ein bisschen natürlicher aus. Und ich muss sagen, das ist ein richtig schöner Palast, den man noch viel mehr erweitern kann. Aber das möchte ich dann den Simon überlassen. So, gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter und machen einfach erstmal hier weiter mit der Kürbis. Zucker- und Eierfarm. Und zwar habe ich hier eine sehr, sehr schöne Kürbisfarm gemacht. Einfach auch im Stil, wie es derzeit jetzt schon ist, nur dass es eben im Boden ist, dass man einfach hier gleich schön alles nehmen kann. Dann würde es hier noch schöne Kisten geben, wo ganz viel Kürbisse drin sind, die man auch dann wieder zu Samen machen kann. Hier steht zum Beispiel Simons total orange Kürbisfarm. Ja, das habe ich einfach mal so hingeschrieben, weil es einfach gepasst hat. Dann würde ich sagen, gehen wir auch schon weiter zur Zuckerrohrfarm. Wie ihr seht, der ist komplett gewachsen und die habe ich einfach mal genannt Simons süße Zuckerfarm, denn Zucker ist süß und fand ich auch ziemlich passend. Sieht sehr, sehr nice aus, denn dann ist alles nebeneinander. Da muss man nicht immer dahin laufen und dahin laufen. Finde ich gut. Und dann haben wir hier noch Simons Bio-Zuchtanlage. Natürlich, der Simon ist ein Öko und da dürfen natürlich keine Bio-Eier fehlen. Ja, hier ist eben die Bio-Anlage mit einer Kiste, wo man hier die Eier eben reinpacken kann. Und hier habe ich auch noch eine Kiste für den ganzen Zucker und für das Zuckerrohr. Gut. Was wäre jedoch diese quasi Farm ohne eine Bäckerei, sage ich mal. Genau, dann haben wir hier noch ein Gasthaus zum Kuchen, habe ich ihn genannt. Und zwar kann man hier reingehen und einfach tonnenweise Kürbiskuchen kaufen bzw. rausnehmen. Ich denke nicht, dass Simon dafür Geld verlangt, vor allem wenn die Leute ihnen dann dabei helfen. Ich würde aber einfach mal sagen, ich packe hier noch, ups, eine Werkbank hin, denn dann kann man eventuell. Moment. So, zack. Hier, dann kann man das auch noch hier craften. Und ja, das ist das Gasthaus zum Kuchen. Und wahrscheinlich hört ihr schon die ganze Zeit im Hintergrund diese nervigen Hühner. Und da habe ich das Haus der vielen Eier gebaut. Denn der liebe Simon hat auch derzeit eine Massenzuchtanlage. Und ja, ich zeige es euch einfach mal von hier oben. Hier quillen sie schon raus. Moment, ich mache mal eben schnell F1. Und ja, wie ihr seht, sind hier einige Hühner drin. Ich zeige euch das am besten mal von unten. Oh nee, jetzt kann ich hier nicht mehr zumachen, weil die Hühner hier backen. Oh nein. Oh nein. Also wie gesagt, man sollte es eigentlich ja nicht hier aufmachen. Weil wie ihr seht, bringt das nicht unbedingt den Vorteil. Moment. Timeset. Day. Sollte eigentlich schon Tag sein. So gut. Dann gehen wir hier noch rein und wie ihr seht, sind hier schon wieder unglaublich viele Eier. Einfach mal richtig viele Eier, denn da oben kann man wirklich vieles erweitern, sage ich mal. Sie hüpfen hier trotzdem nicht raus, also das könnt ihr abbauen. Und hier habe ich noch ein paar Samen reingegeben, falls die Kleinen hier Hunger haben und einfach noch ein paar
mehr Hühner brauchen. Wie gesagt, abdichten kann man das Ganze hier mit Schildern. In der Mitte würde jedoch so ein Wasserstrahl laufen, da es einfach ein 3x3-Feld ist. Im 2x2-Feld würde das nicht passieren. Einfach die Schilder aufeinander stapeln, dann sollte das kein Problem mehr sein. Und die Hühner, wie ihr seht, die legen einfach dauerhaft hier Eier ab. Also Leute, wenn das nicht eine Massenproduktion ist, dann verstehe ich das auch nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir hier das Haus der vielen Eier. Das fand ich ziemlich lustig, den Namen. Und ja, ich würde einfach mal hier nochmal kurz so drüber fliegen und euch das Ganze nochmal hier in der Nacht zeigen, denn ich glaube, ich habe noch nicht so viel ausgeleuchtet. Und ja, vor allem auch möchte ich noch gerne eine Monsterfalle bauen, die vielleicht fürs Projekt gut wäre, aber erstmal hier Time Set Night. Upsala, Night. So, Leute. Och, da ist der Shader jetzt nicht so gut dafür. Vielleicht haben wir hier den hier. Vielleicht funktioniert der hier besser. Ja, der sieht gleich viel, viel besser aus hier in der Nacht. Ich zeige euch einfach mal. Ich zeige euch einfach mal und fliege da einfach mal so ein bisschen drüber. Wie ihr seht. Hier die Biofarm, die Zuckerrohrfarm. Und vor allem, das ist alles unabhängig von seinem Haus entfernt. Denn er kann einfach hier locker durchspazieren. Und ich fand die Zäune hier ziemlich schön. Denn das würde irgendwie einen einheitlichen Stil geben. Da es ja jetzt keine anderen Sorten von Bäumen mehr gibt. Und da würde ich das echt schön finden. Beziehungsweise, Simon, wenn du das Video hier siehst, du musst das nicht alles so machen wie ich. Ich habe dir lediglich dann eine Vorstellung gegeben, wo du dann sagen könntest, das könnte es vielleicht sein, vielleicht gefällt dir auch dieser Geschmack, dann würde ich mir von dir und von euch allen, denen es gefällt, auf jeden Fall über eine Bewertung freuen oder über ein nettes Kommentar. Und ja, ich finde, das sieht einfach göttlich aus, Leute. Also, ich meine, wenn man sich das einfach mal so anguckt, finde ich das einfach nur schön und ich hätte hier richtig Bock, eine Skyblock-Welt zu machen. Natürlich braucht das alles und ich habe alles so versucht zu bauen, dass man kein einziges Item dafür braucht, was man nicht bekommen kann. Und zwar das hier kann man eben, wie gesagt, alles mit der Schere bekommen. Das Klo hier, dazu braucht man, glaube ich, mehr Eisen. Aber wie gesagt, das Klo wird wahrscheinlich eh nicht gebaut. Und dafür gibt es ja auch Millionen von Alternativen. Außerdem wusste ich nicht, was ich da noch reinbauen soll. Denn ein Lager, ein Bett und so weiter gab es ja schon. Und ja, wie gesagt, Simon, da hast du dann freien Lauf. Und ich finde, das sieht eigentlich richtig geil aus, so ein Palast. Und das ist irgendwie so wieder so ein kleiner Stil von Sachen, die du schon mal gebaut hast, aber doch noch wieder ein bisschen anders. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, das war's auch schon. Wenn euch die Map gefallen hat, wenn euch meine Idee gefallen hat, wenn ihr meine Mühe zu schätzen wisst, dann lasst einfach mal eine positive Bewertung. Da würde mich wirklich richtig, richtig Hammer freuen. Und ich würde einfach mal sagen, das war's. Haut rein, Leute, und ciao. Tschüss.